Okay, Leute, da wäre ich wieder zur nächsten Folge von Tiny Aura 6 und heute erneut mit einer Timelapse, ne? Wie angekündigt in der letzten Episode auch ohne weitere Vorbereitung durch einen Stream oder so weiter. Also da hatte ich jetzt einfach genug zu tun, dass ich das auch weglassen konnte, ne? Dennoch werde ich probieren, demnächst dann wieder etwas mehr vorzubereiten, damit ich etwas mehr schaffe und nicht hier irgendwie auf dem sitzen bleibe, was passiert ist oder ja, damit auch mal was vorangeht, ne? Eventuell ebenfalls im Bereich Villager, also ich habe das noch nicht ganz abgeschrieben, das Thema. Ich wollte nur eben etwas dazwischen schieben, damit ich nicht permanent damit beschäftigt bin. Ich habe während der Timelapse gemerkt, dass vielleicht das Thema, was ich gerade bearbeite oder bebaue, nicht unbedingt geeignet ist für noch weitere Timelapses. Das heißt, heute ist es okay, wenn ich da ein bisschen unterwegs bin. Ich habe ja auch noch eh gefarmt an Holz und so weiter. Das ist ja eigentlich auch zumindest für einen Teil von so einer Timelapse ganz gut. Aber ich glaube, detaillierter bauen und das noch weiter gestalten werde ich in einem weiteren Livestream. Das ist dann doch ganz gut oder ja, schöner machbar, als wenn alles dann wirklich hier in den Videos zu sehen ist, weil das sich teilweise gar nicht so einfach gestaltet hat, wie ich gemerkt habe. Und naja, da muss man halt ein bisschen schauen, dass man mal hier und da plant und hin und her fliegt, gell? Das habe ich gemerkt. Das geht nicht ohne weiteres, dass man das von vornherein schon weiß oder wissen kann. Ich musste dann auch gucken mit verschiedenen Holzsorten und an einigen Stellen weiß ich auch nicht, ob Rietze letztendlich damit zufrieden sein kann oder wird. Ne? Ich versuche das schon in seinem Sinne zu bauen natürlich, aber ich weiß ja auch noch gar nicht, wann er mal wieder auf den Server kommt. Vielleicht ist ihm das Projekt inzwischen eh egal, dass er sagt, naja, er wollte es eh schon beenden länger und ob da nun noch was gebaut wird oder nicht, ist dann auch zweitrangig oder halt ihm gleich, sag ich mal. Ich denke nicht, dass er hier noch großartig viel vorhat oder so, sondern wird wahrscheinlich, wenn er was baut, sich auf die anderen Projekte konzentrieren, wie auch Topf Attack 4, ganz klar. Natürlich, Topf Attack 3 läuft ja auch noch, aber ich denke, da ist er ebenfalls durch, weitestgehend. Da kommt es jetzt auch nur noch darauf an, was ich so mache. Ich habe da durchaus noch Pläne, keine Frage, aber wie genau ich das jetzt noch ziehe und umsetze, werde ich sehen. Ich muss auch gucken, dass ich überhaupt mal wieder eine Folge aufnehme, denn in letzter Zeit bin ich gar nicht so oft dazu gekommen. Im September zwar schon noch, aber jetzt glaube ich die letzten 3 Wochen schon wieder nicht und es sieht auch nicht danach aus, dass es in den nächsten Tagen was wird oder so. Aber ich versuche mal wieder zu streamen zumindest, ne? Dass ich nicht unbedingt gleich wieder aufnehme, sondern einfach mal gucke. Was geht denn so in den Projekten vor sich? Auch in TinyCR11 wollte ich heute eigentlich streamen, aber ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, denn ich komme jetzt auch schon wieder zeitlich in so ein paar Probleme. Ich bin aber froh, dass ich jetzt es hinbekommen habe, in Tiny Aura endlich mal voranzukommen und jetzt bin ich ja durchaus 3 Folgen schon weiter, ne, direkt mal. Das kann sich schon sehen lassen. Da muss ich nur gucken, dass ich dranbleibe und auch das fortsetzen kann. In nächster Zeit. Ich habe mir aber überlegt, dass ich heute nicht zum Beispiel noch einen zweiten Livestream in Tiny Aura mache und dann noch eine Folge aufnehme. Könnte ich natürlich jetzt auch machen, ne? Einfach schon die 69. wäre das ja dann. Da hätte ich 4 Episoden heute, aber ich glaube, so viel fällt mir dann auch nicht mehr ein, dass ich das noch umsetzen kann, sondern ich brauche dann durchaus mal eine Pause und dann wieder frischen Wind reinzubringen oder um das Ganze umzusetzen beim nächsten Mal. Ich denke, da kann ich mehr gewinnen. Und es wäre ja vielleicht eine gute Idee, dann direkt wieder 3 Folgen zu machen. Da bin ich noch weiter letztendlich, als wenn ich jetzt noch eine vierte irgendwie durchhaue. Und dann, ja, habe ich das Projekt über und kann es gar nicht mehr sehen. Lieber hebe ich mir noch was auf, denn jetzt weiß ich, okay, so mache ich erstmal weiter. Ne? Ich habe einen Punkt erreicht, wo ich quasi immer anknüpfen kann, je nachdem, wann ich Bock habe. Und ja, dann würde ich probieren, eben demnächst wieder mal so eine Session zu machen, nur ja, es ist halt auch immer schwierig, ne? Vor allem, wenn man mehrere Folgen am Stück kreieren will, ist das gar nicht so leicht umzusetzen. Auch in Hexit fällt mir das auf oder Tiny Mund habe ich ja jetzt immer versucht, solche längeren Sessions zu machen und nur selten hat das eigentlich mal geklappt, richtig, dass ich wirklich vorangekommen bin. Sonst war es dann so, dass ich wirklich kurz vor knapp jedes Mal das aufnehme. Ich sage ja auch das ständig in den Folgen, gell? Deswegen will ich das jetzt gar nicht wieder breittreten, so, sondern nur mal anmerken. Und ich muss halt gucken, dass ich auch mit TinyCR und so heute noch zurechtkomme. Gell? Deswegen ist es schon die bessere Entscheidung, wohl einfach das zu streamen und dann noch eine Timelapse aufzunehmen.
Obwohl ich da auch wieder unsicher bin, soll ich erst Timelapse und dann streamen? Aber ich glaube, in TinyCR11 ist es angebracht, so viel wie möglich wirklich nochmal vor den Folgen und abseits davon zu machen, weil ich da nicht so wirklich aktuell sonst Ideen entwickeln kann, denke ich. Also, ja, das bedarf es schon ein bisschen Vorbereitung. Ähnlich wie das ab einem bestimmten Punkt auch in TinyCR10 war. Eine Zeit lang konnte man zwar immer das noch kaschieren, beziehungsweise auch ohne großartig jetzt hier jedes Mal was noch offscreen zu machen, eine Folge aufnehmen. Aber ich habe dann auch gemerkt nach einer Weile, dass ich irgendwie immer was Ähnliches mache und nicht davon abkomme, wie bei der Kaktusfarm, gell? Das hat ja ziemlich lange die Folgen bestimmt und man hat halt am Anfang schon noch Fortschritte gesehen pro Video, aber es wurde dann immer weniger nach hinten raus. Und da habe ich dann gemerkt, oh ja, wenn ich das jetzt noch weitermachen will mit täglichen Folgen oder so ähnlich, dann muss ich wenigstens mal die Baustellen wechseln und versuchen, darüber Abwechslung reinzubringen. Aber das hat dann irgendwann auch nicht mehr so funktioniert. Also man braucht dann schon auch mal wieder den Ausgleich, ne, dass man mal nicht nur in den Folgen spielt, weil man ja dann auch durch die Themen und so häufig abgelenkt ist, wenn man redet. Es sei denn, ich mache natürlich die Timelapses, aber auch dann stellt sich das irgendwann ein. Ne, man braucht halt die Streams zusätzlich und deswegen wird das auch immer zum Bestandteil bleiben, den ich verfolge. Ne, auch wenn ich jetzt zum Beispiel in letzter Zeit wieder etwas weniger gestreamt habe. Im September war es dafür überdurchschnittlich viel, also da war ich auch von mir selber überrascht, wie viel ich da auf einmal hinbekommen habe. Aber naja, es gibt eben immer so Phasen, weißt du, es ist echt ein Auf und Ab, was das angeht, nach wie vor. Ich dachte eigentlich, das hätte sich gelegt, dass ich jetzt irgendwie generell in diesem Jahr weniger streame. Das war nämlich eine ganze Zeit so, dass sich das wirklich abgezeichnet hat. Aber jetzt im September war dann wieder komplett die Kehrtwende, weil ich auch einigermaßen frei hatte, obwohl ich natürlich trotzdem arbeiten musste und solche Sachen. Aber ich glaube, es war doch ganz gut möglich, dass ich sowas noch hinbekommen habe hier. Obwohl ich dafür auch wieder andere Sachen zurückstellen musste. Also es war jetzt auch nicht so leicht immer, dann noch hier die Livestreams rauszuhauen, sondern ich musste mich immer entscheiden zwischen diesem und jenem. Und ja, das ist irgendwann auch nicht geil, wenn du dann merkst, ah oh shit, jetzt hier schon wieder das und jenes nicht geschafft, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Gell, alleine schneiden, auch als Beispiel oder natürlich Videos sortieren, gell. Was meine Abo-Box angeht, ey, da hänge ich immer noch so hinterher. Ich habe das auch schon neulich in irgendeiner Aufnahme mal erzählt. Und das ist nach wie vor ein Problem, dass ich da einfach nicht, ja, aktuell komme mal und irgendwie mich ewig anstelle, was das angeht. Aber wenigstens habe ich es jetzt in letzter Zeit mal ein bisschen mehr geschafft. Ich muss nur jetzt mir das weiterhin angewöhnen, ne? Denn ich habe gemerkt, wenn man sich das einmal angewöhnt hat, dann ist es auch leichter, wenn man mehr Stress hat, das fortzusetzen. Man muss nur dran denken. Bloß wenn du jetzt raus bist, so komplett zum Beispiel mehrere Wochen das gar nicht angeguckt hast, und dann noch über den Stress hast und dann trotzdem versuchst, da mal wieder einzusteigen, dauert das viel länger, da mal mit zurechtzukommen, weil das Gehirn nicht auf diesen Prozess trainiert ist. Ne? Aktuell habe ich noch so im Kopf, okay, ich muss so und so vorgehen, dann da und da und dahin. Weißt du, da muss man halt sehr viele Schritte abarbeiten, die man einigermaßen wenigstens im Gedächtnis haben muss. Und wenn du das nicht antrainiert hast und nicht geübt, dann kommst du da automatisch kaum noch voran. Gell? Da musst du ewig nachdenken und das fällt dir viel, viel schwerer. Also ich merke wirklich, wie ich dann auch extrem lange brauche manchmal dadurch. Und wenn ich trainiert bin, brauche ich eben nicht so lange. Und das ist schon angenehm. Aber auf der anderen Seite ist es auch blöd, wenn du halt trainiert bist und versuchst immer mehr zu machen und immer mehr, weil du einmal drin bist, dass du dann wieder zu nichts anderem mehr kommst, gefühlt, und alles vernachlässigen musst. Deswegen ist es echt schwer, sich da die Waage zu halten. Gerade auch was das Schneiden angeht, da brauche ich ja regelmäßig irgendwelche Folgen und demnächst geht es auch, glaube ich, wieder los mit der einen oder anderen Together-Folge. Da gab es nämlich jetzt länger irgendwie gar keine. Das ist auch mal krass. Also muss ich mal gucken, wie lange überhaupt auf dem Kanal jetzt nur Folgen mit mir kamen und niemand anderem dabei. Aber ja, wenn das wieder losgeht, muss ich definitiv darauf achten, dass ich das halt auch noch durchziehe und da kann ich wahrscheinlich noch weniger mich um das andere wieder kümmern. Naja, muss gucken, aber wie das mit dem Semester jetzt alles übereinstimmen kann, gell, dass ich trotzdem noch zu diesen Dingen komme und ob ich das früh morgens mache oder zu welcher Tageszeit am besten, ist halt auch die Frage. Das hängt ja auch wieder davon ab, wie sehr man eben trainiert ist. Ne? Wenn ich mehr so im Kopf habe, was ich machen muss und so weiter, dann kann ich besser abends auch agieren und das durchführen als morgens. Denn ja, morgens geht es eigentlich allgemein am besten, das muss ich sagen. Aber
Ja, da kann man auch nicht immer alles machen, ne? Ich müsste ja morgens schneiden, aufnehmen, das machen und jenes und lernen und keine Ahnung. Das geht ja auch nicht. So lange ist der Vormittag zum Beispiel nicht, sondern man muss das letztendlich auf den Tag verteilen können. Deswegen ist es schon ganz gut, eine Strategie zu haben, dass man einfach irgendwie versucht, jeden Tag ein Stückchen, ne? Wenn es auch noch so wenig ist, aber dass man irgendwie diese Gedanken noch behält und da drinnen bleibt, gell? Das wäre eben schon gut. Deswegen, ich probiere das heute umzusetzen, dass ich da wirklich mich dran gewöhne einfach und ja, sei es am Handy oder man macht nur ganz wenig, keine Ahnung, da geht irgendwas, aber nicht gar nichts, gell? Dann kann man nämlich auch abends das mal umsetzen, obwohl man vielleicht abgespannt ist, weil man einfach so diesen Automatismus eingespeichert hat, gell? Das wollte ich nur nochmal angesprochen haben. Ich wollte das zwar nicht unbedingt in diesem Video machen, aber okay, nicht schlecht, da hatten wir jetzt ein Thema und ich würde sagen, danke fürs Zusehen an der Stelle, bis zum nächsten Mal, tschüss.